Ein herzliches Willkommen zum Part von Let's Fun AFK Arena. Heute, im heutigen Part, machen wir Gipfel der Zeit, Ranhorns Konflikt. Die erste Aufgabe beim Gipfel der Zeit. Ranhorn wurde erneut ins Chaos gestürzt. Dämonische Eindringlinge sind mit noch nie dagewesenen Eifer in die Stadt eingedrungen, als ob etwas innerhalb ihrer Mauern sie angezogen hätte. 6 Schätze und 3 besondere. Bin ich mal gespannt. So ähnlich wie im letzten Part. Eine kleine Story und wir müssen den Leuten helfen. Ja, bin mal gespannt, wie es so geht. Wir nehmen die gleiche Formation und würde sagen, let's go. Rein in die Olga. Sollte einfach sein. Wie gesagt, erste Aufgabe, Gipfel der Zeit. Gibt noch ein paar, die wir machen müssen. Den nächsten schalten wir bei 7-4 frei. Werden wir dann bald machen. Und für jeden Sieg bekommen wir dann ein Artefakt. Deswegen macht es immer Sinn, gegen alle Gegner zu kämpfen, um alle Belohnungen zu bekommen. Also wäre zumindest sehr hilfreich. Okay, bisher kein Problem hier. Vuk und Saveas, der Rest ist eigentlich easy. Easy Kills. Genau, dann gibt's noch. Oh. Nehmen wir das hier. Wir können mal einen unterstützen. Oh, wie schlecht! Wie schlecht ist das denn? Ein Lütz habe ich ja schon. Wir nehmen es Trill da, auch wenn die uns nicht, überhaupt nichts bringt, aber. Na, das andere bringt uns auch nichts. Deswegen. Ja, hier muss man noch nicht viel nachdenken, hier braucht man einfach nur kämpfen und in den anderen Gipfel der Zeitmission muss man dann häufiger schon mal nachdenken und noch ein bisschen mehr machen als nur einfach kämpfen. Man muss Schalter aktivieren, man muss andere Wege gehen, ein paar Rätsel lösen, mit der Eisenbahn vielleicht fahren, ein paar Wagen nach vorne schieben, zurückschieben, Portale gibt's und hier ist das alles halt noch nicht so da. Ey, was krieg ich für scheiß Artefakte? Okay, erstes. Oh, gar nicht so gut. Was sind das für komische Belohnungen? Ich dachte, es wird was Besseres geben. Aber eine Elite-Ausrüstung, ein bisschen Geld und dann noch. Ja, gut, das ist halt der erste Gipfel der Zeit, ne? Was will man erwarten? Verteidigungswertung. Das belebt, glaube ich, einen Widder, ne? Belebt einen. Okay, ja, belebt einen Widder. Unten dieser Brunnen hier, der heilt uns. 50%. Das ist ähnlich wie im Labyrinth mit dem Brunnen. Brunnen der Vitalität. Ja, wir kommen gut voran. Auch keine richtigen Probleme. Vielen Dank, Kommandant. Sehr gerne. Angriffswertung hoch, das ist gut. Hier kriegen wir nochmal Unterstützung. Boah, wie schlecht. Wie schlecht. Und dann kommen wir Aden. Aden ist Early Game wenigstens nicht so scheiße. Jetzt machen wir mal eine Formation, die habe ich oft gemacht, als ich noch im Early Game war. Wir nehmen jetzt Iron raus, Silas raus, wir nehmen jetzt Aden rein und Lyza. Obwohl, eigentlich fehlt Nemora dafür so ein bisschen. So kämpfen wir jetzt. Weil jetzt dann war die eigentlich kaputt. Aden mit seinen Wurzeln. Ich hatte dann nur statt Wukong noch Grizzle vorne. Ja, super. Eigentlich beide nicht. Das Gute ist auch hier immer, man kann immer neu starten. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwie einen Helden verliere, dann starte ich nochmal neu, mache eine andere Formation, wo er vielleicht überlebt. So, und hiernach müsste schon der letzte Kampf sein, wie das aussieht. Jo, letzter Kampf. Gegen Grizzle, Pharael und den Rest der Bande. Er hat Aden Grizzle festgehalten mit seinen Wurzeln. Das war richtig, richtig gut und praktisch. Ja, das war's schon. Wir haben Duras Artefakt bekommen, ne? Duras, ja genau, Duras Gnade. Die können wir dann unseren Helden geben noch. Als weiteres Ausrüstungsding. Das war's. 100% fertig. Abenteuer beenden. Kann man gucken, ob wir es einem ausrüsten können. Wir können schon einen ausrüsten. Was macht das nochmal? Aktiviert einen göttlichen Schild, der bis zu 120% Schaden über einen Zeitraum von 5 Sekunden abmildert. Wenn die Ultima des Helden genutzt wird. Okay, gebe ich mal Chimera. Sollte vielleicht bei Iron später besser aufgehoben sein. Aber später gibt es noch viel mehr Artefakte, deswegen ist jetzt erstmal noch egal, wo wir was hin tun. Am besten auf jeden Fall einen, der in der Formation drin vorkommt. Und ja. Ja, das war's schon für den Part, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben und ein Abo, da würde mich sehr freuen.
sind zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.